Moin Leute, bei der Wiederholung. Cut! Nein, lass laufen. Moin Leute, die Allrad-Familie fährt jetzt oder hat sich gerade wieder auf den Weg gemacht und fährt an einem Flussbett nebenher Richtung Zagora. Das ist eine recht große Stadt. Da werden wir irgendwo wild campen und dann geht es morgen in die großen, tatsächlich in die richtig großen Dünen, also sprich in die größten Dünen hier in Marokko. Mal gucken, was mein Ranger denn so alles leisten muss und kann vor allem. Also im Moment muss ich sagen, habe ich mich nicht verkauft, also ich bin richtig stolz auf das Auto. Und eins kann ich euch sagen, die Autos können mehr als man denkt. Ja? Also die Fahrer sind halt meist das Problem. Die Autos, die krabbeln überall hoch. Totaler Wahnsinn. Ja, also wir machen jetzt hier wieder Strecke. Guckt euch die Gegend an mit uns. Wir werden natürlich so viel wie möglich aufnehmen und hoffentlich für euch so tolle Schnitte machen wie möglich. Und dann sehen wir uns in Zagora wieder. Reingehauen! We'll be right back.
Eine Werkstatt in Zagora, die sehr bekannt ist bei unseren Führern. Da lassen wir jetzt nach der Wüstenaktion unsere Motoren und unsere Luftfilter reinigen, und das hat auch einen guten Grund. Wundert mich, dass meiner überhaupt noch Luft gezogen hat. Die haben den Luftfilter rausgenommen und da ist gleich eine Schippe voll Sand mit rausgefallen. Der Motor wird jetzt gereinigt. So, da sieht man, wie die Luftfilter ausgeblasen werden. Total geil. Ja, und ein paar neue Waffelboards brauche ich auch. Mein einen hat zerrissen in der Wüste. Jetzt versuchen wir hier noch neue zu bekommen. Und dann geht es morgen in die großen Dünen. Die größte Düne soll so ziemlich 60 Meter haben, was der absolute Megahammer ist. So, jetzt sind wir hier in der Werkstatt, lassen unsere Autos durchgucken und jetzt wurden wir auch noch eingeladen zum Tee trinken und Berberpizza essen. Ist der Hammer, das macht so einen Spaß hier. Ich fühle mich fast wie zu Hause in der Schrauberwerkstatt. Total super. Total toll. Hier nochmal das Kreuzgelenk erneuert.